Hallo und willkommen zu World of Tanks mit eurem Vanori. Hier ein kleines Replay von meiner Hummel, die ich ungefähr vor 2 Tagen bekommen habe. Schon ein paar Spiele mit dem netten Ding hier gemacht. Ich habe den besten Motor und die neuen Ketten schon drauf, aber noch die erste Gun. Und ich habe meine Crew hauptsächlich übernommen aus meiner Wespe, der vorherigen Arti. Von den Deutschen, und hier bin ich momentan ein bisschen am Rumspielen, wie ich denn am besten mich dort einzielen kann, um einen möglichst großen Raum abzudecken. Wir sind hier auf der neuen Karte, Hidden Village, und ja, da sehen wir auch schon den ersten Gegner, den Elk AMX, und da ziehen wir gar nicht erst drauf, gucken wir nochmal kurz nach, ne. Da lohnt sich kein Schuss drauf. So, hier haben wir stattdessen ein etwas besseres Ziel. Er bleibt stehen. Ist weg. Ich gehe aber trotzdem für den Schuss und treffe. So, wir haben keine Ahnung, ob das Ding, also wie viel Schaden wir damit gemacht haben. Oben in der Stadt ist auch ein wenig was los, allerdings nicht so viel wie hier unten. Und ich denke mir, ja, bleiben wir mal hier. So, den erreichen wir nicht, aber da drüben. Nachladezeit ist ein bisschen scheiße in dem Ding. Und damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Der ging auf jeden Fall schön daneben. So, jetzt haben wir da die Hellcat. Sie ist wieder weg. Und jetzt bin ich am Überlegen. Bleibst du da drauf oder schaust du noch woanders hin? Ja, da unten ist noch einer. Nee, den kriegen wir so nicht. So, Hellcat ist weg. Andere Targets, andere Ziele ploppen auf. Ich denke mir, es ist viel lustiger, jetzt auf andere Leute zu schießen. Mal schauen. Er bleibt stehen, wird von der Seite geschoben irgendwie und... So, aber Treffer, sogar noch ein KV-1 daneben. Der hat allerdings keinen Damage mit dazu gekriegt. Und jetzt denke ich mir, Hellcat ist immer noch da. Der hat anscheinend noch nicht mitgekriegt, dass ich im Spiel bin. Also aim ich einfach für ihn. Schön aufs Heck drauf, falls er sich ein Stückchen zurückzieht oder sowas. Weg ist er. Und jetzt achtet mal auf jeden Fall auf den Chat. Denn diese kleine Hellcat hat anscheinend noch nicht herausgefunden, dass es Artillerie in diesem Spiel gibt. Hier schreibe ich nur ein Fragezeichen rein, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was der jetzt will. Aber ja, es tut mir wirklich leid. I'm sorry for you. But that's the game. Dude, that's artillery. Das ist einfach nur Artillerie. Leute. Die Hummel ist halt eine fette, dicke, riesige Artillerie. Was kann ich dafür, dass ein einziger Schuss... er will mich dreimal sogar reporten. Also melden. Was soll ich machen? Das ist halt Artillerie. Ja. Auf jeden Fall saß ich hier und hab mir erstmal den Hintern abgelacht. Weil das ist so ein absoluter Schwachsinn. Habe ich echt noch nie gehört. Hier bin ich jetzt am Schreiben. Und ja, yeah, we'll have the replay. Ich werde das Replay behalten. Und hier habe ich noch einen etwas schlechten Schuss auf den Tiger 1. Und ja, das war es im Prinzip schon. Es lebt noch die Artillerie, die gegnerische, und der Tiger 1. Artillerie wurde auch gerade gespottet. Ja, er wünscht mir noch viel Spaß. Junge, denkst du, das wird auch nur ansatzweise auf irgendeine Art und Weise Wargaming auch nur juckend, dass du mich dreimal hintereinander in einem Spiel gemeldet hast? Ich bezweifle es leicht, aber mach wie du meinst. Do as you like. So, das war das hier und wir gucken jetzt noch an, was so dabei rausgekommen ist, nachdem ich hier ein wenig durch die Gegend geballert habe. So, da sind wir auch schon und ja, wie man hier sieht, ein Sieg auf ganzer Linie, 40.000 Silber abgegriffen, fast 2.000 Erfahrung, doppelt mit Premium natürlich und ja, hier ist er. Eine einzige Kugel, 570 Schaden. Mein einziger Kill. Allerdings habe ich doch noch ein bisschen mehr
Schaden gemacht, nämlich 2003 Schadenspunkte habe ich verursacht. Dafür habe ich immerhin 661 Erfahrungspunkte abgegriffen und ja, im Gegensatz dazu, die Hellcat war auch nicht schlecht. Wäre er länger im Spiel geblieben, hätte er wahrscheinlich noch ziemlich viel Schaden gemacht und deswegen war es auch ziemlich gut, dass ich ihn früh ausgeschaltet habe. Ja, im Detail 7 Schüsse abgegeben, 2 waren daneben, 5 direkt, 3 haben Schaden gemacht. Nee. Cost bei HE, also im Prinzip Splatter Damage, Module, Besatzung und sowas. 5 davon haben direkt Schaden gemacht. Und ansonsten, ja, 4 Gegner Schaden gemacht. Einen zerstört, das übliche Zeug. Das ist an Knete übrig geblieben, im Prinzip für mich. Und hier sieht man nochmal 991 Double. Also 1982 Erfahrungspunkte. Es war ein schönes, aber leider auch kurzes Spiel. Auch wenn ich gerne noch ein bisschen mit dem Typen rumhantiert hätte. Aber naja, was soll's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß noch.